Entschuldigen Sie bitte, könnte ich Ihnen vielleicht eine Zigarette abkaufen? Nein. Ich will sie ja nicht geschenkt haben. Wer redet von Schenken? Heißt das, dass Sie mir keine Zigarette geben wollen? Genau. Ich habe nur noch 11. Na, egal. Brauch sowieso keine, sind eh ungesund. Na also. Nächsten Bahnhof kaufe ich mir selbst welche. Dies ist ein Intercity. Der hält es in 2 Stunden. Für 1 Mark? Mm-mm. Also gut 5. Nein. 10. 10 Mark für eine Zigarette. Bedauere. Geizhals. Warum haben Sie denn keine eigenen? Na, hatte ich ja. Und wo sind die? Im Anzug von gestern. Ihr Hut würde meinem Bruder gut stehen. Wie bitte? Ihr Hut wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk für meinen Bruder. Sie meinen, dieser Hut gegen eine Zigarette? Das ist ja lächerlich. Hier steht mir sowieso nicht. Und die Zigarette? Welche Zigarette? Geben Sie mir sofort den Hut zurück, Sisi! Warum? Weil er mir gehört. Sie haben ihn mir doch gegeben, weil er Ihnen nicht steht. Er war ein Geschenk meiner Frau. Und Sie haben ihn für eine Zigarette hergegeben? Pflegel. Ich warte. Ich kann warten, bis der Zug hält. Brauchen Sie denn wirklich 11 Zigaretten? Hübsche Krawatte tragen Sie da. Für wen? Für meinen Onkel. Und die Hosen wären was für meinen Vater. Sie sind ja wahnsinnig. Sie haben meinen Hut und meine Krawatte. Meine Hose kriegen Sie nicht. Meine Streichhölzer, Sie sind in der Hosentasche. Gegen die Jacke. Sehen Sie? Ich halte mein Wort. Die Fahrkarten bitte. Na, wird's bald. Ja, aber bitteschön. Gell? Ihre Fahrkarte. Ja, wissen Sie, Fräulein, das Ganze fing damit an, dass ich meine Zigaretten in dem Anzug von gestern gelassen habe. Meine Frau hat nämlich zu mir gesagt, in dem Anzug kannst du unmöglich nach München fahren. So, und da also habe nach München. Das sind 252,80 Mark. Machen Sie bitte die Zigarette aus. Das ist ein Nichtraucherabteil.